Ich glaube, Anastasia wäre so eine, die würde mich direkt heiraten wollen. Nein. Oder? Ich glaube schon. Die Anastasia, an der bleibe ich auch dran. Weil sie ist halt auch für mich die größte Versuchung. Genau, wie bei mir Melissa. Melissa ist Temptation einfach. Melissa also ist wirklich, gefährlich. Sie ist gefährlich. Melissa ist aber gefährlich. Wir wissen auch ganz genau, wie weit wir gehen müssen und können. Er mag uns in Adrians Bett und chillen alle zusammen. Ja, okay, komm. Adrian, alle in der Bett, komm. Komm, Adrian, ey. Let's go. Also die Party war bis jetzt geisteskrank. Also wirklich geisteskrank. Wir sind auf der Überholspur. Also ich muss sagen, mein Fuß ist durchgehend auf dem Gaspedal. Alexa! Alexa, Licht aus! 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 Ich sag mal so, Adrian und ich haben wir ein bisschen, also Spaß gehabt, wir haben ein bisschen gelacht, ein bisschen gekuschelt und ja, dann wurde die Runde auch ganz schnell wieder auseinandergerissen und dann ging es für mich eigentlich auch ins Bett. Gute Nacht. Bis jetzt, so wie es aussieht, endet der Abend definitiv in die Kusszimmer. Warum nicht? Also heute mal Schlafquartier wechseln, ne? Ich werde auf jeden Fall nicht meinen Schlafstil ändern. Nein, das war's. Nein, also ich schlafe immer so, deswegen. Du bist ja hart. Ja, hart. Ich werde jetzt hier nicht Sex haben in der Show oder so. Aber allein die Bilder, dass da eine Frau neben einem vergebenen Mann schläft, ist für die Freundin, glaube ich, nicht so schön. Ziemlich dünnes Eis, würde ich sagen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, streamt jetzt die neue Folge auf RTL Plus. Mehr Versuchungen gibt's hier. Und ganz wichtig, den Kanal müsst ihr natürlich auch noch abonnieren.